Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier bei der Ollen Funny auf dem Channel. Wir spielen diesmal Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Ein Wimmelbildspiel, um genau zu sein. Ich weiß auch nicht so wirklich, warum ich mir das überhaupt antue. Aber ja, geben wir unserer netten Spielerin oder unserem netten Spieler doch einfach mal einen Namen. Ach, Handy, sei doch still. Du gehörst ja jetzt gerade nicht hin. Ja, sehr einfallslos mal wieder. So. Ja, ich, boah, das ist laut. Das ist verdammt laut. Ich dachte gerade schon so beim, Einspieler irgendwie, das ist... Hallo? Ja, ich lasse es mal so. Ich hoffe, das geht so. Wenn es zu laut ist, sagt es bitte, ja. Und ohne großes Tamtam würde ich sagen, hauen wir uns einfach mal rein. Ja. Was? Tipp und... Ja, gut. Also, ich bin immer jemand, der auch gerne mal die Minispiele überspringt oder sich auch gerne mal helfen lässt. Deswegen bitte nicht böse sein, wenn ich die Minispiele nicht selbst lösen werde oder kann oder will, was auch immer. Ich werde das jetzt erstmal im Normalmodus zocken. Alter! Oh. What happened to me? One minute I was, and now my heart is beating in my ears like hummingbird wings. And my hands are shaking. And covered in blood? It's not the cold that's sending shivers down my spine. It's what just happened. An event I have no memory of. Ja, weil du wahrscheinlich gesoffen hast, Mädchen. Interaktive Hilfe? Ich weiß gar nicht. Will ich die haben? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Ich sag einfach mal ja. Sehen wir ja dann. Was? Ach so, Einführung. Ja, genau. Was haben wir denn da? I remember now. Ach, tust du, ja? I came to Maple Creek in search of a missing girl. And I'd already started the investigation when... When what? Wait, my notebook. I was renting a room here. I've got to find it. All the evidence I've collected should still be there. Mhm. Okay. Moment kurz. Irgendwie ist das immer noch extremst laut. So. 10. Oktober 2011. Hier bin ich, Maple Creek. Habe ein Zimmer gemietet. Die Ermittlung kann beginnen. Wie kann jemand in solch einer kleinen Stadt verschwinden? Auf den ersten Blick wirkt dieser Ort wie ein ländliches... Kaff? Dorf? Keine Ahnung. Doch die Stimmung ist alles andere als idyllisch. Sie ist geradezu unheimlich. Na sowas. Wenn ich mich noch erinnern könnte... Okay. Was? Ah ja. Huch. Klick auf das Papier, Knoll. Das wird eine Mitnahme natürlich. Klick auf den Schlüssel und ein Foto. Nehmen wir doch mal beides mit. Oh, die sieht doch ganz nett aus, oder? Beweise. Mhm. Kann sie jetzt Beweisstück unter die Lupe nehmen? Ach, kann ich das? Dies muss das Mädchen sein, das verschwand, die, nach der ich suche. Was du nicht sagst, steht ja auch dran, dass sie vermisst ist. Kannst du mal, wie ich anordne? Klick auf das. Was? Was? Ja, ja. Ja, ja. Ach, Mensch. Ja, und? So, was? Okay, gehen wir mal weiter. Plötzlich mal so Wimmelbild-Szene. Oh! Jawohl! Und das erste Wimmelbild ist auch schon am Start. Finde alle Gegenstände. Gegenstände in Blau benötigen einen zusätzlichen Schritt. Okay.
Klicke auf das angezeigte Objekt. Was denn das da? Klicke auf Tipp, falls nicht weiter weiß, müssen sich wieder aufladen. Klicke. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Ein Kreuzworträtsel. Unterrock, Springseil, Krawatte. Unterrock, Springseil, Krawatte. Jetzt haben wir da das Springseil. Boah. Schnalle, Eichel, Mond. Mond? Was? Da ist eine Sonne. Eine Feder. Ein Schal. Sag mal. Wer lässt denn hier seine. Ah! Die Briefmarke hat man dann auch gefunden. Hallo. Boah, okay, das ist doch sehr schwer. Ich habe. Oh, da sind die Eicheln. Ich habe es mir nicht so voll vorgestellt. Gut, es ist ein Wimmelbild, ja. Aber es ist schon. Das ist ein Muffin! Ein Muffin. Boah, jetzt hätte ich jetzt Lust auf einen Muffin. Alter. So, was? Unterrock, Schnalle, Mond, Schal. Schal? Da ist ein Schal. Ah! Nee. Was? Eine Schnalle? Wieder? Nee. Ach, wie ich es liebe. Ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Fängt super an. Ohne Scheiß. Fängt wirklich super an. Hä? Das war ein Mond? Willst du mich verarschen? Oh Gott. Ich klicke hier gerade einfach so. Ja, okay. Hätte ich jetzt nie im Leben gefunden. Was zum Teufel verstehen die unter Schnalle? Hä? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Was? Ich bin verwirrt. Och, Leute, das stellt mich wieder in ein super Licht hier. Ach komm, scheiß drauf. Was? Okay, die hätte ich nie im Leben gefunden. Gelber Engelskopf. Aha. Und wir werden hier anscheinend von irgendwas auch noch verfolgt oder so. So wie ich das gerade im Trailer noch gesehen habe. Ein mächtiger Windstoß muss die Tasche dorthin aufgetragen haben. Wie zum Teufel? Nur die Macht eines Tornados ist dazu fähig. Ja, so sieht es hier ja auch aus. Hilf mir! Ja, mir kann man auch nicht mehr helfen. Jemand ist in Gefahr. Hat die Vermisste die Notiz geschrieben? Mysteriös. Ach du großer Gott. Du musst hier doch eine Weile warten, bis es wieder. Okay. Ach so, ich muss die jetzt auch noch. Das ist aber noch nicht vollständig, ne? Oder ist das normal, dass dann zwei fehlen? Ach so, ich muss erst das unten. Ja, gut. Huch. Aha. Das heißt, ich muss jetzt hier. Okay, der. Der nicht. Der auch nicht. Der passt. Nein. Nein. Grün. Was ist denn hier noch was Grünes? Da ist noch was Grünes. Grün, grün. Da ist noch was Grünes. Der passt. Das passt nicht.
Nee, was Goldenes? Das ist die da. Der passt noch nicht. Nee, passt auch noch nicht. Dann ist es so rum. Nee, irgendwas ist noch falsch. Ich find's gerade nicht. Aha. Also ich kann hier die Seite noch gar nicht weitermachen. Ist das dein Ernst? Okay, gut. Uns fehlt dann noch einer. Ich gehe nochmal kurz zurück. Gut, hier gibt es anscheinend nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter. Na sowas. Wildschweine. Wichtige Ereignisse und Fashion werden ebenfalls im Notizbuch festgehalten. Meine Ziele? Steht Aufgaben, du Trottel. Alles, was recht ist, wird es abgehakt. Du klickst auf die Überschrift. Ja, ja, ja. Was zum... Oh. Du kannst außerdem eine Karte sehen. Klicke auf Karte. Welche Karte? Was? Was? Karte? Ach, da. Oh. Ja, ja, ist okay. Ja, danke. Sonst noch was? Dankeschön. Wenn sich das jemand durchlesen möchte, lieben gerne. Ich bin jemand, der das nicht wirklich gerne vorliest, aber ansonsten könnt ihr das natürlich gerne tun, wenn ihr die Story ein bisschen näher verstehen wollt. Ne? Ja gut, hier ist jetzt irgendwie so ein paar lustige Gestalten vorbeigelaufen. Und kann ich hier wieder raus? Also ich würde hier gerne wieder... Ach so, ja, gut. So. ja, der sieht ein bisschen kaputt aus. Was haben wir denn hier? Aus der Batterie tritt Zeug raus. Ja, dann reparier's doch. Der Motor ist noch heiß. Ach Gott. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Oh, ein Schlüssel. Den nehmen wir doch mal mit. Der Unfall muss die Hupe beschädigt haben. Sie funktioniert nicht mehr. Warum willst du auch hupen? Nothing but static. The radio must be broken. Habt ihr das da oben gerade gesehen? Süß. Detective, vor 30 Jahren untersucht ein Privatdetektiv namens Richard Hamilton das Verschwinden einer weiteren Person in Maple Creek, als er sich selbst in Luft auflöste. Was? Weder Hamilton noch die vermisste Person wurde je gefunden. Ich bin nicht sicher, ob es eine Verbindung zwischen jenem Fall und diesem gibt, doch seien Sie vorsichtig. Viele Grüße, Josh Steffens, Leiter der SDU. Och, Handy, sei doch still. Da. Siehst du? Ich glaube, ich werde beobachtet, was du nicht sagst. So, was ist das? Ich weiß doch, wie ich im Auto saß, doch an den Unfall erinnere ich mich nicht. Ja, gut. Passiert, nicht? Zimmerschlüssel, Koffer. Ach, Kofferraum. Ja, ja damit. Und da geht's auch schon weiter. Ah, sehr schön. Britisches Fund, Taschenmesser, Piratensymbol, Handschellen, Pillenpalette, Ölkanne, Wischer, Wetter, Dollar, Lineal, Anker, Feder. Da. Was ist Taschenmesser? Feder. Anker. Piraten. Dollar. Was haben wir noch? Wetter. Pillen. Handschellen. Ja, die sind da. Eine Ölkanne. Was ist die? Wischer und britisches Pfund.
Wische und britisches das. Wische, britisches Pfund. Money, 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 it's be funny. Haha, funny, haha. Gott, war der schlecht. Entschuldigung. Und nein, das war nicht geplant. Scheiße, Mann, wo ist denn jetzt dieses... Oh, ist das... Oh, Mann. Die Soundkulisse ist auch übrigens atemberaubend gut. Nicht? E gleich MC Quadrat. Wieso steht sowas im Kofferraum? Was? Wo ist es denn? Hallo? Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt irgendwie eine Strafe kriegt, wenn man hier so wahllos durch die Gegend klickt. Das ist ja manchmal so. Britisches Pfund. Ja, Himmel, Herrgott. Es ist doch bestimmt hier irgend so ein Schriftding. Und keine Münze. Könntest du wetten. Natürlich sehe ich es nicht. Ach Gott. Quietsch. Da ist ein Pi. Nein, ich will kein Pi. Hä? Mann, helfe mir irgendwie. Spiel. Was? Verdammt. Ich weiß, ich habe es bestimmt schon 50 Mal jetzt angeklickt oder sonst was. Ach, es ist doch wie immer. LOL. Und ich dachte, das wäre so eine Art Pfeil, der durchs Herz durchgeht. Also, weißt du? Oh Gott, Bolzenschneider. Den habe ich auch gar nicht mitgenommen. Die Straße entlang zum Turm. Wildschweine, ich muss sie verscheuchen. Ja, nein, lass mal stecken. Kann ich der nicht? Ach, ja, gut. Hab ich hier noch jetzt irgendwas mit? Nee, okay. Tankskarte, Bosselschneider, Zimmerschüsse. Ja gut, gucken wir dann mal weiter in der nächsten Folge. Der Vogel, sei halt still. Gut, ihr Lieben, ich mache dann hier mal ein kurzes Folgenpäuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Viel Spaß mit dem Wimmelbild. Bis dahin, ciao und noch viel Spaß.